Hallo, wir sind hier in Schopfheim auf dem Oberfeldplatz. Und hier gibt es eine Slackline-Aktion, wobei es nicht nur Slackline ist, sondern da gibt es noch viele Spiele für die Jüngere und Fußball und Kuche und was man will. Die Idee ist, dass hier so eine Begegnungsmöglichkeit geschaffen wird für einheimische Jugendliche, junge Menschen, Kinder, Anwohner und geflüchtete junge Menschen, die ja. Angefangen hat es mit minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen und jetzt sind so alle eingeladen, die sich hier so aufhalten. Die Hauptidee ist, dass man hier Spaß hat zusammen, ganz ungezwungen. Wie man sehen kann, ist mal wieder viel los. Also wir hatten auch die letzten Male echt eine ganz gute Resonanz. Angefangen haben wir mit einer ganz kleinen Gruppe, das wurde ja vorhin auch schon berichtet, eben unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zusammenzubringen mit einheimischen Kindern und Jugendlichen, um einfach Begegnungsräume zu schaffen, in denen ein Kennenlernen möglich ist, auch trotz Sprachbarrieren, ja, einfach eine gelingende Begegnung, nenne ich es jetzt mal, ohne dass man hier was Besonderes können oder leisten muss. Wenn natürlich das Slackline auch so ein bisschen Können erfordert, ne, wie man hinter uns auch sehen kann. Aber da sind natürlich auch die Einstiegsmöglichkeiten da und man kann auch auf den niederen, einfachen Slacklines mal anfangen, kann sich da auch helfen lassen. Wir haben auch Leute vor Ort, die das schon ein paar Jährchen machen und dann ganz gut Hilfestellung und Anleitung geben. Also ein Slackline ist einfach grundlegend mal ein Spanngurt. Je nach Slackline ist der elastischer oder weniger elastisch. Und darauf kann man grundlegend balancieren, springen, laufen. Also jegliche Sportarten machen, die man da drauf machen will. Kann das jeder? Theoretisch kann das jeder. Also mit ein bisschen Übung kann da jeder dran, wenn er dran bleibt, kann jeder auf der Slackline laufen. Und dann mit mehr Übung Tricks machen, springen, Länge laufen oder in die Höhe gehen. Also wenn man richtig fit ist und intensiv dran bleibt in einem halben Jahr, kann man erste Sprünge auf jeden Fall gut stehen. Zum Laufen am Anfang, wenn man eine Stunde intensiv übt und dran bleibt, schafft man eigentlich die ersten Schritte allein. Ja, man nicht nur hier eine Gruppe integriert, sondern dass man hier gemeinsam einen Raum schafft, der wirklich offen ist. Motto des ganzen Tages und das vielleicht auch nochmal so als Fazit ist ja online. Online, also auf der Line, ne, im Sinne von ein kleines Wortspiel, eben nicht immer nur hier am Smartphone. Auch eine Möglichkeit an einem Sonntag. Outdoor, also eben nicht wieder irgendwo drin, wie sonst halt in der Ganztagsschule ja viel zu viele Stunden auch in geschlossenen Räumlichkeiten stattfinden. Und dann Open Space. Also wirklich offen zugänglich für jedermann, aber auch offen im Sinne von hier wächst Neues, hier entsteht Neues.